Der Persönlichkeitsforscher Jerome Kagan hat in Studien mit Babys und Kleinkindern herausgefunden, dass Menschen sich in zwei wesentlichen Charakterzügen unterscheiden. Zum einen, wie stark bzw. empfindlich sie auf bestimmte Reize reagieren und zum anderen, mit welchen Strategien sie diese Reize anschließend verarbeiten können. Er hat herausgefunden, dass man Menschen grundsätzlich in drei Typen unterscheiden kann. Circa 40% aller Menschen bezeichnet er als low reactive. Sie sind regulationsstark. Sie reagieren nicht besonders stark auf Reize und entwickeln schnell eigene Strategien, um diese Reize zu verarbeiten. Weitere 40% sind bindungsstark. Sie reagieren empfindlicher auf Reize und brauchen die Koregulation von ihren Bindungspersonen, um Strategien zur Reizverarbeitung zu erlernen. Die letzten 20% bezeichnet Kagan als High Reactives. Diese Kinder reagieren extrem sensibel auf Reize und brauchen ganz viel Koregulation, um diese Reize zu verarbeiten. Wenn euch dieses Thema näher interessiert, dann schaut heute unbedingt in meine Insta-Story rein.